machtlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Killua gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager, sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair. Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir.
Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot wie Royal Gunner Harless zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Thank you.
Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? So was Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Der Knabe spinnt komplett. Muss ziemlich anstrengend sein, so viel Paranoia rumzuschleppen. Werfen Sie Ballast ab, Mann. Es wird Sie bald nach einer weiteren Dosis Paranoia von Radio Rawlins verlangen, Colonel. Wollen Sie ehrliche Musik hören? Dann kommen Sie zu mir. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzenstreu. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf dem Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Cheftechniker Ray braucht sofort ein Reinigungsteam in seinem... Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. Thank you.
Hey, Hobbs. Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia habt einen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten.
Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen, das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Es beißt ins Gras. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Sag gute Nacht, Miezekatze. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Thank you.
Ich heiße Flugstil. Danke, Rachel. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben Ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen... Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia ab deinen guten Flug. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Wir haben jetzt Start.
verpflichtet, Colonel. Sag gute Nacht, Miezekatze. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Alle Achtung, Sir. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt beißt er ins Gras. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Sag gute Nacht, Miezekatze. Sag gute Nacht, Miezekatze. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affenhack. Werden Sie nur warm, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Ziele erreicht. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen.
Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkomme von Affen. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Thank you.
Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Flanke formieren. Jawohl, Karte. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Du fliegst wie der Affe, der du bist. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Sir? Man nennt Sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen. Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur. Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Da ist was dran. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Hallo, mon ami. Ich hoffe... Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Tja, Cobra. Thank you.
gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Gesichtet, Colonel. Ah!
Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Colonel, wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über sie lesen kann. Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Wir können jetzt starten. Jetzt geht's rund. Einer muss mir helfen. Ich
Feuer, Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Jetzt beißt ins Gras. Heute bin ich gut drauf. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch die setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Zum Teufel! Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. Diese Excalibur ist ein tolles Schiff. Ein Bird, bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot.
Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen. Und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft, und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Hören Sie. Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Thank you.
Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir unseren Neuen am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist es nicht wert. Wird Zeit, dem Schwein eine Lektion zu erteilen. Das Schwein ist es nicht wert. Gefechtssimulatoren beweisen überhaupt nichts. Das Einzige, was wirklich zählt, ist der Kampf gegen die Kilrathi. Dann erfahren wir wohl nie, wer der Bessere ist. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Bis später, ihr Schlappschwänze. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und
brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt. Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib mir eine Chance. Ich kann das nicht mit ihr riskieren. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Ach, die tickt doch nicht richtig. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn, das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein.
illegal. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Ihr erbärmliche Nachkommen von Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Funktionstüchtig. Volk wird meinen Tod rächen. Ein Kirafi weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Weniger.
sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Denn endlich hauen wir den räudigen Pelzkriegern die Hucke voll. Wir fliegen weiter nach Lokanda 4. Dort sind noch hunderte von diesen Pelztierchen aufgetaucht. Sie können jetzt landen. Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kilrathi vor diesem System kapituliert. Seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben. Die Kilrathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kilrathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kilrathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Ach, kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht hat er recht. Nichts, was diese Kilrathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen.